Sascha Burcher zwischen den Pfosten des FC St. Pauli. Es ist ein seltenes Bild, was sich den Fans und Journalisten beim heutigen Training des Kiezclubs bot. Seit August 2022 ist der 34-Jährige beim aktuellen Tabellenführer. Doch zum Pflichtspieleinsatz in der zweiten Bundesliga kam er bisher nicht. Schon so, dass ich Nico schon im Training versuche so zu pushen, dass er performt. So, ne? Und so unterstützend, aber gleichzeitig auch wieder fordernd. So. Und deswegen ist schon meine Motivation, am Wochenende zu spielen. Also jetzt nicht einfach nur da zu sein und die Jungs zu unterstützen, denen ein gutes Gefühl zu geben, sondern ich muss halt schon schauen, dass ich mich genauso auch im Alter weiterentwickle, dass ich die Sachen, die mir Fabi und Marco versuchen anzulernen, dass ich die so schnell wie möglich umsetze. Burchardt verfügt über reichlich Erfahrung. Bereits dreimal konnte er mit Hertha und Fürth aufsteigen und weiß daher, worauf es jetzt in der entscheidenden Phase der Saison ankommt. Doch gibt er seine Erfahrung an die jüngeren Spieler weiter? Was heißt Tipps geben? Im Verlauf des Gesprächs haben wir ja schon oft gesagt, dass wir eine Mannschaft sind, wo keiner nachlässt, wo es vom Cheftrainer, vom Trainerteam eingefordert wird. Und so hast du es auch in der Mannschaft drin. Also hier wird in der Woche keiner nachlassen. Und nächste Woche, wenn die Nationalspieler zurückkommen, dann wird die Energie nochmal nach oben geschraubt und dann sind wir einfach bereit fürs nächste Spiel. Doch bis dahin muss sich die Mannschaft rund um Cheftrainer Fabian Hürzeler noch gedulden. Am kommenden Wochenende ist erstmal Pause, bevor es dann am Ostersonntag im Millerntor-Stadion gegen den SC Paderborn geht. Mit einem dritten Sieg in Folge könnten die Kiezkicker rund um Burchardt ihren Traum vom Aufstieg ein wichtiges Stück näher kommen.